Wunderschönen guten Tag. Ich möchte euch heute einmal das Programm Slicer for Fusion vorstellen. Mit Slicer for Fusion können wir diese schönen Holzmodelle, wie hier im Bild gezeigt, erstellen. Als erstes öffnen wir Slicer for Fusion und dann importieren wir ein bereits heruntergeladenes oder vorbereitete STL- oder Object-Datei. Hier ist jetzt als Anschauungsbeispiel einmal dieser Schweinekopf. An dem werde ich jetzt erstmal die großen Funktionen von Slicer for Fusion zeigen. Einmal hier das Schnittplattenmodell, das zerlegt das STL-Modell in die rechts im Fenster zu sehenden einzelnen Scheiben. In dem Link-Menü können wir dann auch noch verschiedene andere Arten des Slicens auswählen, das Interlock-Modell und das Slicen nach einem Spline. Mit der Funktion Slice Direction können wir nun den Spline genauer in unser Modell legen. Links im Menü können wir nun durch By Count die Anzahl der Platten hinzufügen oder entfernen. Wenn das Modell so an die Wand gehangen werden soll, dann muss darauf geachtet werden, dass die Schlitze nach oben hin offen sind. Dazu muss hier einmal die Slice Direction um 180 Grad gedreht werden. Den Spline können wir dann über das Anklicken der einzelnen blauen Punkte bearbeiten. Wenn wir einen weiteren Punkt im Spline hinzufügen möchten, müssen wir einfach nur auf die gelbe Linie dazwischen klicken und es entsteht ein weiterer blauer Punkt. Alle im Modell rot dargestellten Platten sind noch technisch nicht umsetzbar, da sie mit anderen kollidieren oder nicht montierbar werden. Rechts in der Vorschau der einzelnen Platten ist das rote auch nochmal zu erkennen. Blau dargestellte Platten sind einfach nur nicht mit dem Modell verbunden. Des Weiteren gibt es auch noch die Funktion, die einzelnen Platten nach einem radialen Kreis anzuordnen und Faltmodelle zu erstellen. Diese können dann auch noch nach verschiedenen Faltmethoden erstellt werden. Das übersteigt jedoch den Rahmen dieses Workshops. Nun zu unserem Modell, was wir in dem Workshop fertigen wollen. Als erstes wählen wir wieder Interlock Slices aus. Nun bearbeiten wir noch einmal die Slice Direction, damit unsere Interlocks in dem Modell dann auch richtig rumstecken und nicht herausfallen bei der Montage an die Wand. Im Anschluss ändern wir die Anzahl der Platten, die in jeder Ebene liegen sollen. Mit der Funktion Modify Form können wir nun die einzelnen Platten im Modell noch einmal verschieben. Vorne blau markiert die Wurfscheibe des Schweins können wir nun nochmal zurückschieben, damit sie mit dem Modell verbunden ist. Des Weiteren entfernen wir auch noch einmal die beiden außenliegenden Scheiben. Diese wurden nur dazu eingefügt, damit die Scheiben in der Mitte weiter innen liegen und trotz alledem symmetrisch sind. Ebenfalls werden wir hier an den Ohren des Wildschweins zwei Platten einfügen, damit diese besser zu erkennen sind. Um uns nun die finale Montage anzuschauen, klicken wir einmal im linken Menü auf Assembly Steps. Darin können wir dann das Modell erkennen. Um es grafisch noch etwas schöner zu gestalten, können wir unten auch noch die verschiedenen Materialarten auswählen. Mit der Funktion Get Plans können wir uns nun das Modell als EPF, PDF oder DXF abspeichern. Es ist jedoch sehr ratsam, es als PDF zu drucken. Damit werden alle einzelnen Sheets in eine PDF-Datei mit mehreren Seiten gespeichert. Die aus Slicer for Fusion exportierte PDF-Datei habe ich noch einmal mit Hilfe von Adobe Illustrator etwas nachbearbeitet und danach im Lasercutter geschnitten. Das ist dann unser fertiges 3D-Modell aus dem Lasercutter.
Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne in den Kommentaren.